Hi Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video. Heute gibt es das 10x10 Update für den Oktober. Das bedeutet, wir schauen uns gemeinsam an, welche 10 Produkte ich in den letzten 4 Wochen 10-mal verwendet habe, im Idealfall, und suchen dann die nächsten 10 Produkte auf. Dieses Projekt mache ich seit mittlerweile über einem Jahr, und zwar dient es dazu, durch meine Make-up-Sammlung zu rotieren. 10 Nutzungen finde ich immer ganz gut, weil dann kriegt man wieder so ein bisschen Gefühl fürs Produkt. Wenn ich die 10 Nutzungen schaffe innerhalb der 4 Wochen, dann kommt das Produkt raus und wird durch was Neues ersetzt. Wenn nicht, wandert es in den nächsten Monat weiter, und die neuen Produkte suchen wir anhand einer Random-App aus. Also wir randomisieren eine Zahl von 1 bis 100. Dazu gehört eine Aufgabe und dazu suche ich dann ein Produkt aus. So sind die Videos eigentlich immer aufgebaut. Wir sprechen erstmal über die Produkte, die ich vom letzten Monat hatte. Ich hatte tatsächlich 10 neue im September mit reingenommen, weil ich alle meine Nutzungsziele geschafft habe. Habe ich diesen Monat nicht, nur bei 9, aber das finde ich immer noch sehr gut. Von daher ist das absolut in Ordnung für mich. Und ja, jetzt machen wir erstmal die Review und dann suchen wir die neuen Produkte aus. Letzten Monat hatte ich die Reviews so im Ranking-Style gemacht und halt sozusagen vom schlechtesten zum besten Produkt gerankt. Irgendwie fühle ich das diesen Monat nicht so. Ich weiß nicht, irgendwie passt das nicht so. Deswegen machen wir es jetzt einfach nach der Reihenfolge, wie ich die Produkte ins Projekt gewählt habe mit den passenden Aufgaben. Die erste Aufgabe war Aufgabe 64, das Never Ending Produkt, also ein Produkt, an dem man schon sehr lang arbeitet. Ich habe dafür den Hollywood Flawless Filter von Charlotte Tilbury mit ins Projekt genommen. Es hat die ganze Zeit geregnet und jetzt kommt die Sonne hier raus und blendet mich. Ich raste aus. Ja, dieses Produkt habe ich schon wirklich sehr lang. Ich glaube ungefähr 4 Jahre. Und deswegen wird dringend Zeit, es leer zu machen. Und das wird der nächste Primer sein, den ich in meinen Project Pen mit reinnehme. Das ist ja so ein flüssiges Produkt, das es in mehreren Farbnuancen gibt. Kommt mit so einem Applikator und ich verwende es eigentlich als Primer. Das ist schon sehr illuminierend. Also wenn ihr eine sehr, sehr ölige Haut habt, dann ist es vielleicht nicht optimal. Für mich passt's. Ja, also ich merke mit einer etwas reichhaltigeren Foundation schon, dass ich mehr glänze, einfach auch, weil ich eine bisschen ölige Stirn habe in der Regel. Aber ich finde das Produkt super schön. Es gibt einen ganz natürlichen Glow, völlig weg von diesem Cake-Face-Make-up, das wir eine Zeit lang hatten. 10 Nutzungen habe ich hier geschafft. Jetzt möchte ich aber mich primermäßig, und ja, unter dem Thema steht vermutlich auch die Auswahl diesen Monat so ein bisschen. Ich möchte mich jetzt primermäßig und auch sonst auf die Produkte konzentrieren, die in meinem Project Pen sind, und mich damit nicht blockieren. Versteht ihr, wie ich meine? Also jetzt nicht nochmal einen zusätzlichen Primer reinnehmen, wenn es jetzt nicht die Aufgabe unbedingt sagt. Einfach damit ich mich auf den Primer in meinem Project Pen konzentrieren kann. Weil das endet ja sozusagen Ende des Jahres. 10 Nutzungen geschafft, alles gut. Weiter geht's. Erinnert an einen besonderen Anlass, Aufgabe 53. Dafür hatte ich, weil es so wenig besondere Anlässe in meinem Leben gibt, den Lippenstift von meinem Abiball gewählt. Das ist der Kiko Long Lasting Lipstick in der Farbe 02. Ich mag den wirklich sehr, sehr gern, aber also mein Abitur war 2014, also ist schon eine Weile her, ne? Dieser Lippenstift ist tatsächlich auch schon ziemlich aufgebraucht, also nicht aufgebraucht, aber es ist einiges raus. Und es ist so eine, ich würde es als erstes so an den Latex-Matt-Formulierung beschreiben. Also der lässt sich cremig auf die Lippe auftragen, aber trocknet matt runter. Und ich finde ihn wirklich schön. Die Farbe ist so ein bisschen mehr, als ich jetzt vielleicht unbedingt als Alltagsfarbe beschreiben würde. Ich kann sie aber im Alltag tragen. Also finde ich auf jeden Fall. Ich hatte die jetzt, wir waren Anfang Oktober 2 Wochen im Urlaub auf Malta. Und eigentlich immer, wenn wir Abend gegessen haben, also zum Abendessen rausgegangen sind, habe ich den genommen. Finde ich super schön. Werde ich auf jeden Fall auch behalten, bis ich irgendwie merke, dass er kippt. Also ich verlasse mich da immer auf meinen gesunden Menschenverstand und meine Sinne, um einfach, ich schmeiße es nicht was raus, nur weil es 8 Jahre alt ist. Versteht ihr, wie ich meine? Genau. So, Aufgabe 94. Dupe zu etwas auf deiner Wunschliste. Da war ich sehr, sehr unkreativ, weil ich einfach das genommen habe, was ich in der vorherigen Runde, als ich die Aufgabe schon mal hatte, auch genommen habe. Und zwar die 5-in-a-Box-Palette von Catrice als Dupe zu einem neuen Mini Natasha Denona Palette. Wenn ihr mein Full Face Least Used gesehen habe letzte Woche, da verwende ich ja die Natasha Denona Glam Palette Mini, mit der ich ja nicht so ganz glücklich bin. Und ich überlege ja immer, ob ich mir mal noch eine neue Mini Palette kaufen soll. Auf jeden Fall habe ich mir diese 5-in-a-Box Golden Nude Look gesucht. Auch die war meine Urlaubspalette. Also das war der einzige Lidschatten, den ich im Urlaub dabei hatte. Und ich habe es wirklich geliebt. Also die Palette war fast einer, definitiv einer meiner Favoritenprodukte diesen Monat. Ich finde, man kann damit ganz, ganz, ganz toll viele Sachen machen, obwohl nur 5 Farben drin sind. Also mein Standard-Look ist eigentlich dieser Glitzerton mit dem in der Crease und fertig. Ja? Man kann aber, wenn man mehr vorhat, das Lid setten. Man kann auch den, habe ich entweder am unteren Wimpernkranz getragen oder auch übers ganze Lid. Oh mein Gott, das Licht ist jetzt echt crazy hier. Hilfe! Was passiert hier? Vielleicht muss ich doch mal gleich hier adjustieren, aber die Palette seht ihr ja auf jeden Fall hell.
ich finde den so übers gesamte Lied für den Alltag vielleicht fast ein bisschen viel. Ich kann es noch tragen, aber es ist grenzwertig, würde ich sagen. Aber habe ich auch gemacht und ich habe den auch als Eyeliner mit einem Pinsel oben aufgetragen. Damit habe ich auch, also das habe ich auch vor allen Dingen mit dem gemacht. Ja. Aber ich fand die super, super variabel eigentlich. Finde ich eine richtig gute kleine Palette. Ich gehe jetzt mal kurz das Licht anpassen, weil sonst werde ich hier, glaube ich, meines Lebens nicht mehr froh, weil ich sehe nichts mehr. Hat es jetzt was gebracht mit dem Rollladen? Ich glaube es nicht. Aber wir machen jetzt mal so weiter. Mit der Aufgabe 81, was ich jetzt ganz vergessen hatte zu erzählen, sowohl die Kiko Lipstick als auch die Catrice Palette habe ich geschafft. Das nächste Produkt leider nicht. Und zwar, das war die Aufgabe 81 gemustert. Und da hatte ich mir die Urban Decay Stone Wipes Palette ausgesucht. Da bin ich jetzt mal wieder so in der Selbstblockade drin, weil, also erstmal ist es so, ich hatte ein bisschen Probleme im vergangenen Monat, weil ich mal 5 Tage krank war. Und das nimmt mir 5 Tage Schminken sozusagen weg. Und dann habe ich versucht, noch auf den letzten Drücker Ziele für mein Pandos Eyeshadows Projekt zu erreichen. Da ist ja die Palette auch mit drin, aber ich habe beschlossen, es sind 2 Töne aus dieser Palette im Projekt. Einmal Tiger's Eye, dieser Goldschimmerton, und einmal Third Eye. Wenn ich die nehme, das zählt nicht fürs 10x10, sondern ich muss das 10x10 andere Lidschatten nehmen und die Nutzungen zählen sozusagen nur für das Lidschattenprojekt. Ja, okay. Und ich hatte einfach ein bisschen Probleme. Ich habe die 10x genutzt, dann habe ich versucht, meinen Pandos Eyeshadows fertig zu machen. Und dann ist die so ein bisschen hinten runtergefallen und ich habe sozusagen nur 2 Nutzungen, die für dieses Projekt hier zählen. Dementsprechend werde ich die 8 Nutzungen noch im kommenden Monat machen. Ich liebe diese Palette abgöttisch. Mein absoluter Lieblingston und auch der mit dem größten Dip drin ist definitiv Opal Aura. Das ist dieser, wie soll man sagen, dieser hellblau-silbrige Ton, finde ich wunderbar. Aber ich will mich ehrlich gesagt auch noch bemühen, das Grün zu nehmen, das andere Blau zu nehmen und auch diesen Bloodstone-Ton nochmal. Also die ist das einzige Produkt, das wir mit bislang nur 2 zählbaren Nutzungen dann mitnehmen in den November. Jo. Weiter geht's, Aufgabe 20, etwas Gebackenes. Das war sehr kreativ, weil ich habe genau ein gebackenes Produkt noch in meiner Sammlung. Und zwar den Milani Backblush in der Farbe Luminoso. Ein All-Time-Classic, ein All-Time-Favorite. Er war auch diesen Monat wieder wunderbar. Den würde ich nie aussortieren. Einzig das Packaging nervt mich, aber wirklich gutes Produkt. Gibt sonst nichts zu sagen. Dann hatte ich 27, war die Aufgabe, der Text dazu war bei DM erhältlich. Und da versuche ich immer, wenn ich sowas kriege, eigentlich halt was von der Eigenmarke zu nehmen und habe deswegen Trended abgenommen, das Face Contouring Set. Ja, das ist ja jetzt auch schon wirklich lang auf dem Markt, gibt's aber immer noch. 010 ist die Nuance und ist eben so ein Contouring-Ton, ein Bronzer-Ton und da war mal so ein, so ein Setting-Highlight-Ton, den habe ich aber schon aufgebraucht, weil der mir zerbrochen ist. Ich muss sagen, dass ich dies echt gern mochte und mir auch langfristig vorstellen kann, das auch zu brauchen. Es ist jetzt fast so diese Inschrift mit Contour und Bronze raus. Ich habe die nicht getrennt verwendet. Ich habe die eigentlich immer gemischt, weil ich finde, es gibt eine ganz schöne Farbe. Also langfristig kann das definitiv auch mal, denke ich, ins Project rein. Wie viel ist denn da drin? 2,5 Gramm, das ist halt nicht so viel, muss man sagen. Also 5 Gramm Bronzer, wenn man bedenkt, wie viel hat denn mein Butter Bronzer? Ich glaube, der hat über 10. Also von daher wäre das, glaube ich, was langfristig da reinwandert. Werde ich auch nicht aussortieren. Finde ich absolut solide. Jo, dann hatten wir Buchstabengenerator. Das bedeutet, ich habe einen von 26 Buchstaben ausgesucht. Random. Ich weiß immer noch nicht dafür das richtige deutsche Wort irgendwie. Und ich bin da so blockiert, weil ich rede da ja seit über einem Jahr drüber, aber es fällt mir einfach nicht ein. Auf jeden Fall hatte ich das C gewählt mit dem Buchstabengenerator und habe dafür Becca C Pop genommen. Also den Champagne Pop Highlighter, der mir auch mal zerbrochen ist, den ich wieder pressen musste. Ich mag den wahnsinnig gern. Generell habe ich momentan so eine bisschen gespaltene Beziehung zu Highlightern, würde ich es nennen. Ich versuche die schon, wenn sie im Projekt sind, zu verwenden, aber meinen Project Pen Highlighter verwende ich halt einfach nicht. Ich versuche die jetzt momentan immer sehr weit hier oben aufzutragen, einfach weil ich es nicht mehr so schön finde, den ganz vorzuziehen. Habe ich geschafft. Highlighter, ich weiß nicht, ob ich für immer so ein großes Highlighter-Girl bleiben werde. Ich glaube es nicht. Also ich bin es ja auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ich das nochmal ändern wird. Aber aus der Zeit, wo halt Highlighter so super trendy waren und man jeden Tag Highlighter getragen habe ich halt das Zeug noch. Was soll man machen? Gut. Eine gute Ergänzung. Aufgabe 90 ist so ein bisschen eine Joker-Aufgabe. Da habe ich was mitgenommen, was ich einfach haben wollte, weil ich wusste, dass ich die gerne im Urlaub dabei haben würde. Und zwar die Woga Woga Powder Foundation. Ich habe die Farbe, steht sie nicht drauf, verdammt, die zweithellste. Ich habe auf jeden Fall nicht das Petals of Sakura, das ist die hellste Farbe, ich habe die zweithellste. Ich wollte eine Powder Foundation mitnehmen, einfach weil ich das sehr gut finde, wenn es warm ist, weil die sich immer sehr gleichmäßig abträgt und weil ich mir dadurch ein Produkt spare
im Prinzip, also ich habe nur die mitgenommen, kein extra Puder und auch keine flüssige Foundation. Und wenn ich nur abpudern wollte, habe ich halt ganz wenig davon genommen. Ich muss sagen, dass mir die in der Runde irgendwie nicht so gut gefallen hat, wie ich sie in Erinnerung hatte. Ich weiß nicht, ich habe im Urlaub sehr, sehr ölige Gesichtspflege verwendet. Vielleicht liegt es daran, dass ich es damit nicht so schön verhalten hat. Ich habe dann auf jeden Fall mal langfristig drüber nachgedacht, dass ich die mal aufbrauchen sollte. Also ich glaube, für den nächsten Sommer wäre die vielleicht mal was fürs Project Pan. Nicht, dass ich die jetzt schlecht fand, aber irgendwie hatte ich sie besser in Erinnerung. Ich weiß auch nicht, ja. Die letzten zwei Produkte waren Lippenprodukte. Einmal, Aufgabe 15, war der Lipgloss. Dafür habe ich einen Lipgloss gewählt, nämlich den Elf Lip Plumping Gloss in der Farbe Sparkling Rosé. Und da habe ich jetzt eine Erkenntnis gewonnen und deswegen werde ich diesen Lipgloss auch aussortieren langfristig. Ich mag diese Plumping-Geschichten nicht. Ich will einfach einen Lipgloss so auftragen, so zack, zack, und will ich danach dieses Gefühl haben, dass es irgendwie brennt. Egal, ob es Chili ist oder ob es Minze ist oder so. Ich finde den Gloss schön und ich hatte eben überlegt, den dann, wenn der andere Gloss leer ist, den ich noch im Project Pan habe, da reinzunehmen. Aber ich werde es nicht machen, weil ich will das nicht. Gerade wenn ich morgens auf dem Haus gehe, gerade frisch geputzte Zähne, bla bla. Ich will nicht dieses Gefühl auf den Lippen haben. Ja? Und ich will, ja, ich weiß nicht. Ich bin damit nicht so glücklich gewesen. Ich habe ihn jetzt 10 Mal verwendet, war auch okay dann. Aber Fakt ist, der wird langfristig rauswandern. Ist halt so. Ja, und das letzte Produkt, Aufgabe 79, neutral, habe ich mich für einen sehr nudigen Liquid Lipstick entschieden. Essence Color Boost Matte About Matte Liquid Lipstick in der Farbe What in a Play. Schon ein paar Jahre alt, finde ich aber immer noch einen sehr guten Liquid Lipstick. Ich habe eine Zeit lang, oder keine Ahnung, ich würde mir jetzt heutzutage kein Liquid Lipstick mehr kaufen. Aus dem Grund, weil ich das Finish nicht so gern mag und weil es halt doch eher manchmal ein bisschen mehr austrocknet. Was ich auch nicht mochte bei vielen, ist, dass die manchmal so eine Kruste an der Lippenkante hinterlassen haben. Ich finde, das umgehe ich jetzt dadurch, dass ich in der Regel eigentlich immer einen Lip Liner nehme, einmal die Lippe umrand und praktisch mit dem Liquid Lipstick nur ausfülle. Und das klappt sehr gut und deswegen hatte ich auch gar keine Probleme, den zu verwenden. Jo, also 9 von 10 Produkten geschafft. Neue Erkenntnisse sind gewonnen, ja, über das, was ich vielleicht in nächster Zeit aufbrauchen will, was ich aussortieren will. Und ein Produkt nehme ich mit in den nächsten Monat. Und zwar die Stone Wipes Palette. Und jetzt machen wir uns also die Auswahl von den nächsten 9 Produkten. Ich werde es wie immer so machen. Ich erkläre es immer einmal. Ich suche die 9 Nummern nacheinander raus, gucke mir die Aufgaben an, suche Sachen aus mit euch gemeinsam. Also ich gucke mir erstmal die Aufgaben an, damit ich weiß, was ich ungefähr machen kann. Ja, ist manchmal schwierig, wenn ich das sozusagen direkt Aufgabe aussuchen und dann zur Schublade und was nehmen machen würde. Dann würde ich mir, glaube ich, selber manchmal Eier legen, in dem Sinn, dass ich halt dann eine Foundation für irgendwas nehme und dann kommt nochmal eine Aufgabe, wo eine Foundation sein muss oder so. Versteht ihr? Und deswegen versuche ich einfach da ein bisschen mir selber kein Ei zu legen, wenn man das so sagt. So, dieses Projekt ist ja immer so ein bisschen multimedialer Aufwand. Ich habe mein Handy, ich habe meinen Laptop, ich muss gleichzeitig mitschreiben, also das ist immer so ein bisschen viel. Ich habe ja sozusagen die Wiederholungen ausgestellt, das bedeutet, ich kriege jede Aufgabe im Idealfall nur einmal. Wir haben ja jetzt 20 von den 100 Aufgaben sozusagen schon gehabt und heute kommen 9 neue dazu. Übrigens bei meinem Handy nicht wundern. Mich hat neulich mal gefragt, wurde ich gefragt, ob ich eine Spider-App habe, also ob mein Bildschirm gesprungen ist. Ist er gar nicht. Mein Panzerglas ist nur so ranzig und ich muss jetzt mal dringend ein neues bestellen. Wir legen mal los mit der ersten Aufgabe und das ist die 96. Wir steigen hoch ein. Aufgabe 96 heißt ein alter Favorit. Das finde ich eine gute Aufgabe, da kann man nämlich ganz viel machen. 96. Ein alter Favorit. Sehr gut. Was kann ich mir da vorstellen? Ehrlich gesagt noch gar nichts, weil ich habe jetzt gar nicht so eine große Ahnung, was ich unbedingt machen will für diesen Monat, außer dass ich mich jetzt halt nicht für meinen Project Pen unbedingt blockiere. Das würde ich gern vermeiden. Okay, Leute, ich bin ganz ehrlich, es gab schon mal Runden, wo ich mich leichter mit der Auswahl getan habe. Ich werde jetzt ja nach und nach die Aufgaben sehen. Irgendwie war es heute alles sehr inkonkret und das hat es nicht unbedingt leichter gemacht, ja. Hier könnte ich mal hinten aufräumen, um mich mal kurz selbst zu schämen, aber wir kommen erstmal zur ersten Aufgabe, ein alter Favorit. Und es wird heute etwas lippenproduktlastig. Ich habe mich für den alten Favoriten für einen meiner liebsten Liquid Lipsticks entschieden. Irgendwie, weil ich heute, ich habe auch schon andere Videos gedreht, sehr viel über Liquid Lipsticks geredet habe. Und da ist einer meiner absoluten Favoriten, auch wenn nicht tierversuchsfrei, aber habe ich ihn trotzdem immer behalten. Der Manhattan Stay Matte Liquid Lips Color in der Farbe The Naked Cowgirl. Und den mag ich richtig gern. Könnte ich mir auch vorstellen, dass der gut mit dem Lip Liner in meinem Project Pen zusammenpasst, den ich noch aufbrauchen will. Und ja, genau. Habe ich ja, ich weiß gar nicht, in dem Video erzählt. Ja, genau, dass ich eben Liquid Lipsticks jetzt sehr gerne mit Lip Liner umrande und dann probieren wir doch das mit dem gleich aus. Nach der 96 kommt als nächstes die 70. 70 ist etwas überteuertes. Ah ja, okay. Also da werde ich irgendein High-End-Produkt nehmen, von dem ich vermutlich glaube, dass es seinen Preis nicht wert war.
weiß ich jetzt gar nicht unbedingt, was ich da nehmen könnte. Ich finde die meisten Heilprodukte, die ich jetzt noch habe, klar, man kann einen Lippenstift auch für 3 Euro kaufen, aber ja, man kauft ja auch irgendwie immer so manchmal das Gefühl mit, ne? Sonst würden sich ja High-End-Produkte überhaupt nicht rentieren. Aber ja, muss ich mal schauen. Irgendwie bin ich heute sehr inspirationslos. So letztes Mal hatte ich so ein Ding, also hatte ich so einen Lauf, da habe ich mir eigentlich bei jeder Kategorie, die ich hatte, habe ich mir gedacht, okay, das nehme ich. Also da wusste ich direkt, als ich das randomisiert habe, was ich als nächstes nehme. Heute ist es irgendwie nicht so. Für etwas Überteuertes bin ich bei meiner guten Freundin Charlotte Tilbury gelandet. Ich finde nämlich eigentlich 33 Euro für einen Lippenstift ein bisschen zu viel. Dementsprechend werde ich den hier mitnehmen für diesen Monat. Und zwar ist es der absolute Klassiker. Den hätte ich auch, na gut, ihr habt ja die Aufgaben noch nicht gesehen, später benutzen können. Aber das ist der Klassiker in Pillow Talk. Yay! Schöner Bäreton. Ja, ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass das auch mit dem... mit dem Lidschatten gut harmoniert, den ich jetzt noch habe, also von Urban Decay, die Stone Weiss Palette, die hat ja doch auch ein paar so lila Töne drin. Der hat ja doch eher so einen leichten Rosé-Einschlag. Dritte neue Aufgabe für heute ist die 59, sehen wie schlecht. Produkt, das einen sich schön fühlen lässt. Die Aufgabe, bei der ich mich immer frage, ob das überhaupt korrektes Deutsch ist, was ich da mache. Ich weiß nicht. Mein Magen knurrt. Na super. Aber mein Freund kocht gerade schon, Gott sei Dank. Also, Produkt, das sich schön fühlen lässt. Da nehme ich gern Charlotte Tilbury Produkte, bin ich ganz ehrlich, weil ich immer finde, die lösen sowas bei mir aus, dass ich mich irgendwie so edel fühle. Ja. Könnte ich mir vorstellen, vielleicht ein Lippenstift mal wieder. Oder was habe ich eigentlich noch von Charlotte Tilbury? Ich habe noch wir hatten jetzt ja den Flawless Filter, ich habe noch die Foundation, aber die will ich eigentlich demnächst ins Project Pen nehmen. Ich weiß es nicht. Aber Charlotte Tilbury ist für mich, und deswegen kaufe ich auch gern Sachen von der Marke, weil das eben das in mir auslöst. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass ihr einfach das Gefühl habt, so, ich tue es jetzt drauf und damit fühle ich mich irgendwie edel. Ja, vielleicht ist es auch irgendwie blöd, aber gut. Und wir bleiben immer noch in dieser Schublade für die Aufgabe, Produkt, das einen sich schön fühlen lässt, bin ich mal sehr alternative Wege gegangen. Ich hatte ja über Charlotte Tilbury nachgedacht, jetzt hatte ich ja schon Charlotte Tilbury Produkt, irgendwie hat mir das alles nicht so gepasst. Auf jeden Fall habe ich neulich mal, weil ich was nachgucken wollte, ein altes Video von mir angeguckt und habe gesehen, dass ich da in einem so ein Eyeliner am unteren Wimpernkranz ist und manchmal, ich weiß ja dann selber nicht mehr, was das ist, habe nachgeguckt, was das ist und da hatte ich angefangen, diesen Lip Liner von Lord & Barry als Eyeliner zu verwenden in Just Naked und da war ich so, hä, was habe ich denn da? Das sieht irgendwie voll schön aus und da hatte ich diesen Eyeliner drauf, deswegen daran habe ich mich erinnert und habe jetzt diesen Lord & Barry Lip Liner hier drin, der steht bei den Lip Linern, aber eigentlich will ich ihn als Eyeliner verwenden, weil das ist schon eine sehr, sehr, ja, komische Farbe für einen Lip Liner, finde ich persönlich. Also ist schon sehr tot, ja, aber als Eyeliner macht er sich gut. Als viertes haben wir die 48, irgendwie sind wir heute überhaupt nicht bei den niedrigen Zahlen, kommt vielleicht noch, aus der größten Kategorie deiner Sammlung. Alles klar, das müsste meiner Meinung nach immer noch ein Lippenstift sein. Ich habe ja jetzt relativ viel aussortiert, aber ich habe sicher noch 15 Lippenstifte. Ich kann ja mal gucken, ich habe ja meinen Laptop da, was die größte Kategorie ist und könnte hier praktisch parallel gucken, schreiben, Word-Dokumente öffnen und reden. Das ist ein bisschen viel für mich. Jetzt schauen wir mal. Gucken wir mal. Schminksammlung. Also ich habe 9 große Lidschattenpaletten. Ich habe... Wie viele Blushes habe ich noch? Auch 9. Lip Liner. Okay, Bullet Lipsticks ist, glaube ich, wirklich das meiste. Ja, das sind so 12 oder 13. Ja, das wird ein Lippenstift. Alles klar. Wir bleiben immer noch in dieser Schublade, denn wir brauchen ja noch einen Lippenstift für aus der größten Kategorie. Und da dachte ich mir auch, nehme ich nochmal was Bäriges. Und zwar diesen sehr gammelig aussehenden Lord & Barry Maxi Matte Crayon. In der Farbe Intimacy, ihr seht, der ist wirklich ein bisschen gammelig. Ja. Also da ist auch die Kappe gesprungen und alles. Den muss ich jetzt erstmal gescheit wieder anspitzen. Hallo, willst du mal scharf stellen? Wäre das eine Möglichkeit? Ja, genau. Aber der ist wirklich sehr schön und irgendwie hatte ich darauf richtig Bock. Irgendwie habe ich momentan so Lust auf Bäretöne. Ich weiß auch nicht, dann nehme ich den doch einfach. Nach der 48 kommt die 32. Irgendwie gehen wir immer so runter, ne? Also, keine Ahnung. Das ist heute so ein Abstiegstendenz. 32, der Impulskauf. Alles klar, okay. Da muss ich mal schauen, weil das finde ich manchmal, wenn ich Produkte lang gekauft habe, finde ich es schwierig nachzuvollziehen, ob es wirklich ein Impulskauf war. Ich finde es heute krass, weil irgendwie fällt mir zu nichts direkt was ein. Warum nicht? Wir werden jetzt sehen. Vielleicht ist es ja bei der nächsten Aufgabe anders.
Ich muss sagen, auch mit der Aufgabe Impulskauf habe ich mich ein bisschen schwer getan, weil vieles entweder aus Boxen sind oder ein Impulskauf ist halt nichts, was ich bei jemandem gesehen habe und dann drüber nachgedacht habe, es auch zu kaufen. Versteht ihr? Da habe ich schon mehrere Produkte, aber was sich in mir erinnert hat, dass ich das sehr spontan mal gekauft habe, ist dieser Essence Blush, das ist der Matte Touch Blush in der Farbe Bury Me Up. Und der passt eben sehr gut zu meinem Wünschen nach Bering Make-up in nächster Zeit. Und deswegen nehme ich jetzt den mal mit. Ist matt. Das heißt, dazu passt dann auch noch ganz gut ein Highlighter. Ich finde es manchmal bei diesen, wenn Blushes schon Schimmer haben, tue ich mich manchmal schwer, noch einen Highlighter drüber zu tun. Aber da bietet der auf jeden Fall die Möglichkeit. Sechste Aufgabe für heute und insgesamt siebtes Produkt für die nächste Rotation. Mir ist die 22. Und zwar ein 2022 gekauftes Produkt. Yay! Das ist ja cool. Ist ja voll auch witzig, dass es die Aufgabe 22 ist. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Das ist cool, weil ich habe nämlich zwei neue Produkte, die ich gerne mit reinnehmen würde. Ja. Die habt ihr noch nicht gesehen, weil der Haul kommt, glaube ich, es gibt keinen Oktober-Haul, es gibt erst wieder November-Haul. Und ich habe mir zwei Sachen bei Sephora bestellt und dann kriegt ihr heute exklusive Einblicke, was das sein könnte. Und jetzt kriegt ihr hier hinten Secret Insights in meine Haul-Kiste, ja. Aber ich habe mich entschieden für 2022 gekauft, mein neuestes Produkt zu nehmen, nämlich von KVD, habe ich bei Sephora bestellt. KVD war ja mal, Kat Von D, war ja alles so ein bisschen umstritten, jetzt sind die ja da von ihr getrennt. Und Lauren May Beauty, das ist eine amerikanische YouTuberin, die ich sehr gern gucke, die ist immer super begeistert von diesen Dazzle Sticks. Das sind Lidschattenstifte, beziehungsweise so Creme-Lidschatten. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich das mit einer Hand aufkriege. Das wird schwierig, weil ich habe mich in diesen Daumen reingeschnitten beim Kochen und seitdem ist der nicht mehr so ganz gebrauchsfähig. Ha, aber hier geht's auf. Ich habe den bisher nur einmal geswatcht und ich muss jetzt so sagen, die Verpackungsästhetik ist so gar nichts meins. Finde ich, also gefällt mir so gar nichts. KVD war ja ursprünglich auch mit diesem Tattoo-Make-up und so und das ist nicht so meine Ästhetik, bin ich ganz ehrlich. Und so sieht dieser Lidschattenstift aus. Jetzt muss ich es nur scharf stellen, genau. Das ist der Dazzle Stick in der Farbe Electro Bold. Das ist so ein, ja, so ein Rotgold, würde ich es jetzt eigentlich mal nennen. Roségoldton. Leicht warm. Muss man mal gucken, wie das mit meinen ganzen Lippenprodukten. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es mit diesem Manhattan ganz gut harmoniert. Mal schauen. Also da bin ich sehr gespannt drauf, den jetzt mal auszutesten. Und dann kann ich euch auch im Haul, der kommt dann, glaube ich, so Anfang Mitte November. Und dann kann ich euch auch schon mehr erzählen. Es folgt als nächstes die 97, jetzt sind wir wieder ganz oben, okay. Bislang haben wir heute kein spezifisches Produkt, das kommt ja auch ganz häufig mal. 97 ist ein Klassiker, okay. Wieso sind heute nur so Wischiwaschi-Aufgaben? Das ist ja verrückt, wirklich verrückt. Also ich werde gleich bei der Auswahl richtig Probleme haben, wie ich das mache, weil ich sehr viel Wahl habe. Manchmal ist man ja dann doch sehr eingeschränkt, aber ja, probieren wir es mal. Beim Klassiker bin ich mal wieder extrem einfältig und nehme einen absoluten Highlighter-Klassiker. Das ist Becca Opel, nachdem wir ja C-Pop hatten, jetzt in der letzten Runde, dachte ich, ich nehme jetzt einfach mal Opel, der ist ein bisschen dunkler. Ich bin noch etwas leicht urlaubsgebräunt, von daher könnte das ja passen. Das ist das Mini, genau. Vorletzte Aufgabe ist die 66. Das ist etwas Günstiges. Okay, also wir haben heute etwas Überteuertes, ich habe auch etwas Teures. Das ist dann auch der Kontrast, aber es gibt auch etwas Günstiges. Mann, Leute, das ist heute wirklich, wirklich schwer. Wirklich schwer, weil ich nicht so recht weiß, was ich damit machen soll. Ja, etwas Günstiges. Da hätte ich jetzt einfach halt das billigste Essence-Produkt nehmen können. Aber ich wollte irgendwie unbedingt noch eine Foundation haben. Und von all den Foundations, die hier drin sind, die ich jetzt noch nicht im Projekt habe, habe ich mich für die günstigste entschieden. Und die wollte ich eh langfristig noch mal ein bisschen austesten. Die hatte ich nämlich letzte Woche auch in meinem Full-Face Least Used verwendet. Das ist die Elf Camo CC Cream. Ich glaube, die kostet irgendwie 13 Euro. Ich schreibe es euch jetzt gleich noch mal hin. Ja, die ist eher so mehr deckend. Bin ich mal gespannt, wie mir das gefällt. Vielleicht kann ich die auch nochmal mischen, vielleicht mit einer Sonnencreme oder so. Mal gucken, was da rauskommt. Ja, die will ich einfach nochmal testen. Ist jetzt, wie gesagt, Entschuldigung, mit 13 Euro, glaube ich, nicht das allerbilligste Produkt, das ich in meiner Sammlung habe. Bei weitem nicht. Aber ja, wird jetzt halt hier einfach so damit passend gemacht. Zehnte und letzte Aufgabe für den Oktober ist die 4. Ja, und jetzt kommt was zu einer Jahreszeit, weil das sind, glaube ich, die ersten Dinger. Genau. Erinnert an den Winter. Hervorragend. Ich werde dafür nicht den roten Lip Liner reinnehmen. Das habe ich nämlich, als war das allererste Produkt, als ich das Zimmer 10 Projekt gestartet habe, im September 21, habe ich für die Aufgabe Erinnert an den Winter einen roten Lip Liner von Essence mitgenommen und habe den monatelang mit mir rumgetragen, wirklich, monatelang. Das werde ich heute nicht tun.
Und bei erinnert an den Winter nehme ich jetzt wirklich das, was wirklich mal winterlich ist, die Becker Après-Ski Glow Palette, das Produkt in meiner Sammlung, das am schwierigsten zu filmen ist, weil es furchtbar glitzert und glänzt. Da ist tatsächlich der Opal Highlighter nochmal drin, ja. Aber ich werde ihn da natürlich nicht nehmen, sondern es ist auch ein Bronzer drin, verschiedene Blushes, nochmal so ein Icy Highlighter. Also erinnert an den Winter, was geht mir? Also das ist ja wirklich das perfekte Produkt dafür. Irgendwie eine so ein bisschen schwierige Auswahl heute, muss ich sagen. Also manche Sachen musste ich halt wieder mal sehr passend machen, dass es reingeht. Aber es soll ja für mich auch irgendwie sinnvoll sein, ja. Also ich wusste jetzt, dass ich keinen Single Bronzer reinnehmen werde, einfach weil ich an dem Project Pen Bronzer arbeite oder so. Von daher muss man da halt schon ein bisschen drüber nachdenken. Ich zeige euch jetzt nochmal kurz zusammengefasst die Produkte. Für die Aufgabe gemustert bleibt die Stone Wipes Palette drin von Urban Decay. Da fehlen mir, wie gesagt, noch 8 Nutzungen. Dann für die Aufgabe ein alter Favorit haben wir den Manhattan Stay Matte Liquid Lipstick in The Naked Cowgirl. Etwas überteuertes, Charlotte Tilbury Lippenstift in Pillow Talk. Produkt, das mich schön fühlen lässt, retrospektiv, als ich es im Video gesehen habe. Der Lord & Barry Lip Liner in Just Naked als Eyeliner verwendet. Aus der größten Kategorie haben wir einen Lippenstift, beziehungsweise so ein Lip Crayon, das ist auch Lord & Barry. Die Farbe Intimacy. Dann der Impulskauf, Essence Matte Touch Blush in Berry Me Up, um meine Bärenwünsche, die ich aktuell hege, zu verwirklichen. Mein neues Produkt 2022 gekauft, der Dazzle Stick von KVD in Electro Bold. Dann für den Klassiker Becker Opal Highlighter. Günstig, das ist jetzt ein bisschen getrickst, ne? Ihr habt schon mitgekriegt, die Camo CC Cream von Elf. Und last but not least für erinnert an den Winter, Becker Après Ski Glow Palette. Ja, das sind die Produkte, mit denen ich mich in den nächsten Wochen schminken werde. Ich habe, glaube ich, bis ich das nächste Mal drehe, 3,5 Wochen oder so. Also ich werde vielleicht auf 20 Schminktage oder so kommen maximal. Von daher werde ich bis zum nächsten Mal nicht alles geschafft haben. Aber das ist auch in Ordnung, ja. Bleibt halt einfach so, ja. Also muss man sich einfach ans Leben anpassen, wie es halt so ist. Genau. Ich bedanke mich jetzt, dass ihr heute mit dabei wart. Schreibt gerne mal in die Kommentare, macht ihr was Ähnliches. Schreibt mir einfach euer Feedback. Ich weiß, so diese Serie gucken nicht viele, aber mir gefällt sie total gut und ich hoffe euch auch. Und ihr könnt mir, wie gesagt, gern was da lassen, vielleicht auch Inspirationen, was ich anders machen könnte oder Anregungen. Oder auch einfach schreibt ein Emoji in die Kommentare, selbst das hilft dem Algorithmus auf jeden Fall. Ich bedanke mich, dass ihr mit dabei wart und heute zugeschaut habt und hoffe natürlich auch, dass wir uns im nächsten Video am Freitag wiedersehen, wenn ihr das möchtet. Bis dahin, Abo, Glocke, Daumen hoch und wenn ihr irgendwelche Videos von mir verpasst habt, holt die gerne nach. Ansonsten wünsche ich euch jetzt schöne Oktobertage und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wie gesagt. Genau, bis dann. Tschüssi.